Herr Magister Lesacher, meine Damen und Herren, jetzt hätte ich bereits bald einen Fehler begangen, aber nicht aus Hass resultierend, aber auch nicht aus Wertschätzung, weil das darf man ja heute nicht mehr sagen. Es gibt inzwischen 71 verschiedene Geschlechtsidentitäten und wenn ich also nur zwei nenne, dann würde ich 69 sozusagen etwas diskriminieren. Ich kann es im Übrigen auch nicht. Ich bringe nicht einmal die sechs üblichen zusammen. Also liebe Interessierte, liebe Anwesende, liebe Mitdiskutierende, sage ich jetzt mal. Vielen Dank für die freundliche Einladung hierher. Ich komme immer sehr gern. Ich fürchte ein bisschen, dass ich Ihnen vielleicht schon auf die Nerven gehe, weil ich glaube, ich doch schon sehr oft hier war. Aber nachdem Sie die Zeit jetzt opfern, also scheint das doch nicht ganz so zu sein. Es ist immer sehr ehrenvoll, wenn man aus der Provinz in die Kapitale kommt. Und dann gibt es natürlich noch ein Geheimnis, aber das muss ich jetzt outen. Der Herr Magister Lesacher lädt mich nachher immer zum Abendessen ein und das habe ich in so guter Erinnerung, dass ich es mir möglichst oft noch zukommen lassen möchte. Ja, das Thema ist weniger vergnüglich, über das wir heute sprechen wollen. Hass als die dunkle Leidenschaft. Allerdings ist es so, dass wir davon ja jeden Tag hören. Es gibt also kaum einen Ausdruck, der so häufig in den Nachrichten, in diversen Berichten, in den Fernsehsendungen drinnen ist, wie der Hass in unserer Gesellschaft. Also Hass, wie wir ihn jetzt eben erleben, im Nahen Osten, dieser chronisch und offensichtlich nicht bewältigbare Hass und Gegenhass, in der Ukraine. Dann natürlich bei den Frauenmorden, um ein aktuelles Thema zu nehmen, wo man ja auch häufig davon ausgeht, gerade anhand dieses aktuellen Falles hier in Wien, dass Hass auf Frauen ein ganz entscheidender Grund, ein ganz entscheidendes Motiv sei. Das muss man natürlich dann noch abklären. Hass im Internet spielt eine enorm wichtige Rolle, treibt manchmal Menschen in den Tod. Also Hass ist allgegenwärtig. Aber er zeigt sich in einem neuen Gesicht. Wenn man also zu einem solchen Thema eingeladen wird, das geschieht ungefähr ein Jahr vorher, dann ist immer ein bisschen die Gefahr, dass das Thema nicht mehr in ist, über das man sprechen will. Aber beim Hass kann man das nicht sagen. Das ist ein zeitloses Thema. Und ich glaube, es ist eines, das derzeit auch wieder eine gewisse Hochkonjunktur hat. Im Gegensatz dazu findet man eigentlich in der wissenschaftlichen Literatur wenig über Hass. Also das ist komisch, dass die Medien also sich sehr viel damit beschäftigen, dass wir das Wort natürlich auch sehr oft verwenden in unserer Alltagssprache, aber dass wir eigentlich dazu wenig wissenschaftliche Arbeiten finden. Und zwar muss ich hier meine eigene Disziplin, ich komme von der Psychiatrie, vor allem an den Pranger stellen. Von dort her finden sie eigentlich so gut wie nichts. Die Psychoanalytiker hier in Wien, ich muss Wien wieder einmal loben natürlich, sind eigentlich die einzigen, die sich mit dem Hass auseinandergesetzt haben. Sigmund Freud, Alfred Adler und die anderen Psychoanalytiker und die einiges dazu beigetragen haben. Aber ansonsten waren es eher die Philosophen, die sich von Anfang an, seit es die Geschichte der Philosophie gibt, mit diesem Phänomen immer wieder auseinandergesetzt haben und auch heute noch eigentlich das Brauchbarste, was es dazu zu sagen gibt, liefern. Komischerweise, darauf komme ich, oder ironischerweise müsste ich eigentlich sagen, gibt es auch für Seiten der Theologie zum Hass gar nicht so viel, wie man das eigentlich erwarten würde, weil es ja doch eine besonders kalte, eine besonders böse, eine besonders destruktive Emotion ist, die aber eigenartigerweise keine Sünde ist. Hass ist also kein positives Thema, auch nicht, wenn man darüber spricht, auch nicht, wenn man darüber schreibt. Wenn man sich mit den Affekten und mit den Emotionen beschäftigt, wie ich das in den letzten Jahren sehr viel gemacht habe, dann muss man doch feststellen, jede andere hat auch ihre guten Seiten.
Also Wut tut bekanntermaßen gut, heißt ja das schöne Sprichwort. Es ist also tatsächlich so, dass Wut letztlich auch einen kataralischen Effekt hat. Also er führt viel an Aggressionen, an Missbefindlichkeit, an Frustrationen ab und es geht einem nachher wieder besser, wie nach einem reinigenden Gewissen. Und wenn Sie, das ist im Übrigen falsche Wort, also phänomenologisch falsche Wort, der Wutbürger auf sich wirken lassen, dann hat das ja durchaus etwas Positives an sich. Also da denkt man nicht, das sind jetzt hasserfüllte Gestalten, sondern das ist, man hat irgendwie einen gewissen Respekt davor. Ich muss aber eben dazu sagen, der Ausdruck ist an sich nicht richtig, weil die Wutbürger müssten richtig eigentlich Zornbürger heißen. Weil das, was sie treibt, ist ja nicht ein Wutanfall. Wut hat ja etwas Anfallsartiges an sich, sondern es ist etwas, was allmählich gewachsen und hochgekommen ist und auch nach der Demonstration noch einhält. Also Wut tut gut. Der Zorn, der kann ja bekanntermaßen heilig sein sogar, heiliger Zorn. Der Zorn hat immer etwas zu tun mit Gerechtigkeit. Also man will sozusagen dem Gerechtigkeitsgefühl, das verletzt worden ist, wieder ein Stück weit Rechnung tragen und wir sprechen in diesem Zusammenhang ja durchaus auch vom göttlichen Zorn und Ähnliches. Also auch das ist keine ganz schlechte Eigenschaft. Und die Rache ist ja bekanntermaßen süß und selbst ich als Psychotherapeut und als Gutmensch, also kann nicht immer sagen, verzichten Sie auf die Rache. Weil Rache dient also letztlich der Wiederherstellung des Selbstwertes, wenn man durch eine Schädigung getroffen worden ist. Dann sinnt man, dann geht das auf das innerste Ich und dann sinnt man natürlich darauf, das wiederherzustellen, wieder ein Gleichgewicht zu erzeugen. Das ist dann eben die Rache. Und Rache ist natürlich ein Stück weit auch Genugtuung in dieser ganzen Diskussion, die man jetzt wieder treibt mit den jugendlichen Straftätern, ob man also das Mündigkeitsalter herabsetzen soll. Da gibt es natürlich im Zeitalter der Akzeleration und das war ja gerade heute schon wieder so ein furchtbares Verbrechen möglicherweise in Wien, gibt es natürlich gute Gründe dafür. Aber da muss man sich immer bewusst sein, Strafe ist natürlich immer auch Rache. Also es befriedigt das Rachebedürfnis der Bevölkerung. Das ist ein nicht zu unterschätzender und also nicht zu vernachlässigender Wert, das Sühnebedürfnis, das man auch hat. Der berühmte Rechtswissenschaftler Anselm von Feuerbach hat ja mal gesagt, wenn wir uns an den Tätern rächen durch die Strafe, dann ehren wir sie, weil wir geben ihnen dann sozusagen die Chance, dass sie wieder in die menschliche Sozietät mit erhobenem Haupt zurückkehren können. Auch der Neid, um jetzt alle diese Übel, die es im psychologischen Bereich gibt, der Reihe nach abzuhaken, auch der Neid ist ja durchaus eine auch positive Eigenschaft. Wir müssen hier immer unterscheiden, ist es konstruktiver Neid oder ist es destruktiver Neid? Konstruktiver Neid heißt, so wie der oder die ist, möchte ich auch werden, wenn es geht, sogar noch ein Stück besser. Ich möchte noch mehr verdienen, noch mehr Einfluss bekommen, noch mehr Besitz anhäufen oder was auch immer. Das treibt dann manchmal zu Leistungen an, manchmal auch zu Überkompensationen. Problematisch ist nur der destruktive Neid, wenn man also sagt, der hat es weit gebracht, das Schwein hole ich runter, auf Deutsch gesagt. Also wenn es darum geht, also jemanden aus seiner Position herunterzuholen, aus Neid heraus, und ich fürchte schon ein bisschen, dass dieser destruktive Neid also bei uns häufiger ist als der konstruktive Neid, der eben ein Leistungsansporner wäre. Und ich möchte jetzt, also bevor ich dann endlich zum Hass komme, auch vielleicht noch den Narzissmus erwähnen. Sie wissen, das ist halt tatsächlich ein gesellschaftliches Phänomen. Ich habe auch darüber sprechen dürfen hier einmal vor einigen Jahren, dass unsere Gesellschaft sehr narzisstisch geworden ist. Und wir verwenden diesen Ausdruck ja auch sehr häufig, der narzisstische Mann und die narzisstische Partnerschaft und die narzisstische Wut und die narzisstische und Aggressivität und alle diese Dinge, das ist jetzt einem allgemeinen Ausdruck geworden. Und dabei vergessen wir aber, dass der Narzissmus ja nichts Schlechtes ist. Also wir konnotieren ihn immer sozusagen mit einer negativen Charaktereigenschaft, aber das ist nicht so. Der Narzissmus war ja ursprünglich eine Sünde.
Im Übrigen glaube ich auch die erste Sünde, aber da wird mich jetzt der Theologe möglicherweise korrigieren. Aber das war nicht die böse Eva und der Adam mit dem Apfeldiebstahl, sondern das war der Erzengel Luzifer, der eben diese narzisstische Sünde begangen hatte, dass er Gott gleich sein wollte, also sich in eine narzisstische Position begeben. Und Narzissmus ist nur Gott vorbehalten eigentlich. Und war dementsprechend über Jahrhunderte eine Sünde, bis dann eben hier in Wien, wir sind ja an einem historischen Ort, 1980 und Freud gesagt hat, mit einer Vorlesung zur Einführung des Narzissmus, 1908, 1914, das ist eine psychische Störung, das ist eine Charaktereigenschaft. Im Übrigen hat er das sehr stark in Zusammenhang gebracht mit der narzisstischen Gekränktheit. Und dementsprechend ist es dann gehandhabt worden. Heute hingegen ist der Narzissmus ein gesellschaftliches Ideal. Heute wollen die Menschen narzisstisch sein. Schauen Sie nur irgendeine Castingshow heute Abend an oder die Live-Übertragung vom Wiener Opernball. Nein, ich will jetzt nichts gesagt haben. Aber dann bekommen Sie schöne Beispiele geliefert, wie so dort die Selbstdarstellung etwas ganz Wichtiges geworden ist. Und jetzt die Konklusion, das ist nichts Schlechtes. Wenn wir keinen Narzissmus haben, keinen Selbstbezug, dann haben wir ja Minderwertigkeitskomplexe und Selbstwertzweifel und sind sehr neurotisch. Das Problem ist, dass der Narzissmus heute zu viel geworden ist. Die Dosis macht es aus, als ein schlechtes. Und wenn wir das konsequent überlegen, wenn jeder Mensch nur nach diesem Prinzip lebt, ich am allerichsten und die Ego AG ganz im Mittelpunkt, dann wird es letztlich, kommt es zur emotionalen Kälte und zur gesellschaftlichen Entsolidarisierung und letztlich zur Vereinsamung, sowohl des Narzissten als auch seiner Umgebung, weil man das ja nicht mehr erträgt, wenn sich jemand narzisstisch agiert. Also es geht hier um das rechte Verhältnis, um die rechte Dosis. Das ist im Übrigen auch in der Heiligen Schrift, aber auch hier bitte mich zu korrigieren, aber natürlich enthalten in der Bergpredigt der berühmteste Satz, der ja lautet bei Lukas, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ich unterstelle jetzt einmal, dass in der Predigt und in den ganzen Abhandlungen eigentlich immer nur zum ersten Teil Bezug genommen wird. Du sollst den Nächsten lieben, den Feind und so weiter. Aber ich glaube, psychologisch ganz wichtig wäre, wie dich selbst, also steht in der Heiligen Schrift, du sollst dich selbst auch lieben. Nur dann kannst du auch sozusagen es dir leisten, deinen Nächsten zu lieben. Aber wie gesagt, ich wollte anhand dieser Beispiele jetzt nur sagen, dass alle die bösen Eigenschaften auch ihre guten Seiten haben, nicht so der Hass. Am Hass kann man mit einer einzigen Ausnahme, auf die ich jetzt gleich noch komme, nichts Gutes erkennen. Der Hass ist destruktiv, der Hass ist kalt, der Hass hat keine positiven Nebenwirkungen, der Hass ist immer auf Zerstörung ausgerichtet, er strebt immer letztlich nach Tod. Er will den anderen oder das, was er hasst, vernichten. Das ist so beim Ausländerhass, das ist so beim Hass im Netz, das ist so beim Frauenhass, das ist so natürlich beim Terror, beim Krieg. Auch in der Politik muss man sagen, in den Medien spielt er eine große Rolle. Der Hass ist ein Gefühl, das keine Befriedigung gibt, wie die anderen. Und es das heißt ja auch so schön, der Hass hat 7 Leben. Das heißt also, er klingt nicht ab wie Wut oder vielleicht auch allmählich wieder Zorn, sondern er bleibt bestehen, er kommt immer wieder auf, er kann sich über Jahrzehnte, über Jahrhunderte erstrecken und entwickeln. Wenn Sie also beispielsweise die Blutrache als eine besondere Form des Hasses nehmen auf seine Nachbarn oder auf seine politischen Gegner oder auf die andere Sippe. Wenn Sie das zurückverfolgen, dann gibt es einen Zyklus, den man bis ins 15. Jahrhundert, bis in die Zeit vor der Entdeckung Amerikas, letztlich also rückverfolgen kann, begonnen natürlich durch eine Kleinigkeit, durch eine Kränkung. Der Grenzstein stand 1 Meter auf der falschen Seite, bei damals noch wesentlich niedrigeren Grundstückspreisen als heute. Naja, und dann hat man halt 2 Meter auf die andere gegeben und dann wieder 10 Meter auf die andere. Und irgendwann hat man sich angeschrien, angebrüllt, geschlägert, gemordet. Und dieser Zyklus ist bis heute nicht durchbrochen. Und ein Ende ist nicht absehbar.
Und das ist Hass, dass ich eben fortpflanzen kann durch viel mehr noch als durch diese genannten sieben Leben hin bis zum Open End sozusagen, man weiß es nicht. Ich habe gesagt, es gibt eine einzige Ausnahme, und zwar Max Frisch, der berühmte Schweizer Schriftsteller, der kurz vor dem Nobelpreis gestorben oder vor dem Nobelpreis bekommen hat, dann verstorben ist, der hat in einem Interview einmal gesagt, ja, wenn wir den Hass nicht gehabt hätten, dann hätten die Amerikaner und die Alliierten Hitler nicht gestürzt und uns befreit sozusagen. Der Hass war ihre Triebfeder. Ich glaube, das ist keine ganz richtige Betrachtung, weil ich meine, ich glaube nicht, dass diese Soldaten alle gehasst haben, sondern sie haben den Hass eingesetzt, sozusagen als Mittel. Also man darf im Krieg selbst diese grausame Waffe, die grausamste, die es überhaupt gibt, einsetzen. Ich meine, dass es Max Frisch so verstanden hat. Die einzige wirkliche Ausnahme liefert uns Nelson Mandela, der Friedensnobelpreisträger und der große amerikanische Staatsmann. Und zwar, Sie wissen, er war die besten Jahre seines Lebens, die besten 24 Jahre seines Lebens eingesperrt. Und er hat gesagt, wenn ich in dieser Zeit den Hass nicht gehabt hätte, das ist das Einzige, was mir geblieben ist. Wenn ich den Hass nicht gehabt hätte auf die, die mich hereingebracht haben, ich hätte nicht überlebt. Und ich habe das nur geschafft mit Hass, was ich nachher alles hassen tun werde, wenn ich hinauskomme, mich rächen und so weiter und so fort. Aber, hat Nelson Mandela gesagt, als ich aus der Zelle durch die Tür in Richtung Freiheit ging, ich zitiere jetzt wörtlich, wusste ich, dass ich meine Verbitterung und meinen Hass zurücklassen muss oder ich würde mein Leben lang sein Gefangener bleiben. Das ist der entscheidende Punkt. Er hat gewusst, wenn ich dieses furchtbare Gefühl, diese Emotion mit hinausnehme, dann bleibe ich ein Leben lang gefangen. Dann bin ich tatsächlich ein Lebenslanger. Ich muss ihn dort im Gefängnis zurücklassen. Dort ist er gut aufgehoben, dort ist er eingesperrt. Und seine weitere Lebensentwicklung hat ihm ja recht gegeben. Er ist zum Staatspräsidenten geworden, zum Friedensnobelpreisträger, zu einer der großen Gestalten des 20. Jahrhunderts. Nun, meine Damen und Herren, Sie sehen jetzt aus meiner langatmigen Einleitung, dass ich mir auch sehr schwer tue, Ihnen eigentlich zu vermitteln, was Hass denn überhaupt ist. Ist Hass eine Emotion? Ist es ein Trieb? Ist es eine Leidenschaft? Es ist in der buddhistischen Lehre, gilt es als eines der drei Geistesgifte wie Gier und Verblendung. Verblendung wäre also so etwas wie Narzissmus, also Gier, Narzissmus und Hass. Aber es ist komischerweise keine Sünde. Und ich habe mich wirklich bei vielen Theologen erkundigt, warum denn Zorn eine Hauptsünde sogar ist. Da Hass aber nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht schlau geworden durch alle diese Erklärungen, die man gegeben hat. Bei den meisten Theologen war es auch so, dass sie gesagt haben, ja, das ist wirklich komisch, das haben wir uns noch gar nicht überlegt. Ich bin dann fündig geworden bei Thomas von Aquin, der in seinen Reflexionen, wo er sich mit dem Zusammenhang zwischen Liebe und Hass befasst, also tatsächlich zu diesem Problem Stellung nimmt. Das muss ich Ihnen jetzt vornehmen, weil ich begreife es nicht. Ich muss es Ihnen überlassen. Vielleicht können Sie mich dann in der Diskussion endgültig aufklären, wie es so ist. Also Thomas von Aquin schreibt hier: Die Auswirkungen des Zorns ist stärker als die des Hasses. Deshalb wird Hass nicht zu den Hauptsünden gerechnet. Zum Begriff der Hauptsünde gehört, dass sie eine starke Anziehungskraft ausübt, sodass von ihr getrieben viele Sünden begangen werden. Der Zorn nun, der das Übel unter dem Gesichtspunkt des Guten erstrebt, wirkt mächtiger als der Hass, der das Böse als Böses sucht. Daher ist der Zorn eine Hauptsünde, eher eine Hauptsünde, als es der Hass ist. Wie gesagt, ich verstehe es bis heute nicht ganz. Aber manche Theologen erklären mir, weil der Hass, wie der Magister Lesacher einleitend gesagt hat, zur Grundausstattung der menschlichen Gefühlswelt geht, also sozusagen etwas Triebhaftes hat, kann man im Prinzip ja nichts dafür. Während der Zorn, der hat doch auch viele kognitive Anteile,
Und den könnte man wahrscheinlich besser überwinden oder nicht zulassen. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht und bin sehr dankbar, wenn es diesbezüglich letztlich einige Hinweise vielleicht auch von Ihnen gibt. Nun, die Philosophen haben sich sehr viel beschäftigt mit dem Hass, das habe ich schon gesagt, ebenso die Psychoanalytiker. Manche sagen, es ist eine Emotion. Sigmund Freud hat gesagt, es ist ein Trieb, und zwar der Trieb zur Grausamkeit, wie er ihn beschrieben hat. Also es ist der Trieb, der letztlich zum Sadismus führt. Und Sadismus gehört immer auch zum Hass dazu. Ansonsten werden diese grausamen Taten ja letztlich nicht erklärbar. Andere Psychoanalytiker haben wieder gesagt, Hass ist im Prinzip eine Kompensation. Wir brauchen ihn, wenn wir uns minderwertig fühlen. Alfred Adler, durch unsere Organe oder weil wer weiß ich was einen zu kurzen Fuß haben oder intellektuell uns nicht dem Leben gewachsen fühlen und ähnlichem, dann entsteht in diesem Zustand sozusagen ein Gefühl der Hilflosigkeit und in diesem wiederum kommt dann eben der Hass als letztes verbleibendes, triebhaftes noch raus. Also der Hass ist auf jeden Fall etwas sehr Primitives, etwas, was man auf einer ganz niedrigen Stufe ansiedeln muss. Etwas vom Bedeutsamsten in dieser Analyse des Hasses ist die Überlegung, dass Hass immer aus Ohnmacht resultiert. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin ohne jede Macht, dann bleibt im Prinzip nichts anderes mehr übrig als dieser letzte primitive Reflex. Und das ist, den bezeichnen wir dann eben als Hass. Also wie es Nelson Mandela gesagt hat, eingesperrt, völlig entrechtet, gedemütigt, hat oft nicht einmal Besuch empfangen dürfen und ähnliches, niemanden gehabt, der mit ihm spricht. In dieser Situation des Gefühls der totalen Ohnmacht ist letztlich der Hass das Einzige geblieben, was er noch gespürt hat und was er noch empfinden konnte. Und das, denke ich mir, ist ein ganz wichtiger Grundsatz, auf den ich öfters zurückkommen werde, wenn wir in das Gefühl der Ohnmacht gestoßen werden oder hineinfallen, dann ist das der Boden für den Hass. Also ich will jetzt nicht also politische Stellung nehmen zu den aktuellen Ereignissen im Nahen Osten und so weiter. Aber wenn man diese grauenhaften, sadistischen Aktionen der Hamas gesehen hat, mit diesem Überfall, wenn man sich fragt, woher kommt dieser Hass, dann glaube ich, muss man psychologisch sagen, er muss aus dem Gefühl der Ohnmächtigkeit resultiert sein. Also wenn man halt letztlich eingesperrt ist und überhaupt keine Chance mehr hat, dann wird der Hass angetrieben. Ich will das jetzt in keiner Weise entschuldigen. Es sind natürlich ganz grauenhafte Verbrechen. Ich will es nur psychologisch erklären, um nämlich auch auf die Lösung hinzuweisen. Man wird halt wahrscheinlich letztlich überall, wo es Krieg gibt, versuchen müssen, das Schweigen zu durchbrechen. Das Schweigen erzeugt ja beim Gegenüber auch immer ein Gefühl der Ohnmächtigkeit, wenn man nicht einmal miteinander redet und miteinander ins Gespräch zu kommen. Ansonsten wird es, ob das in der Ukraine oder im Nahen Osten ist, niemals einen Frieden geben können und wird der Hass niemals zu unterdrücken sein. Der Hass ist meiner Meinung nach eine Leidenschaft, und zwar eine Leidenschaft, die nichts als Leidenschaft, wie der Name ja schon sagt. Leidenschaft ist nun noch etwas anderes, als es ein reiner Trieb wäre. Es ist nicht ganz so primitiv. Es ist hier mehr Emotionalität dabei. Aber es kennt eben auch kein Ende. Leidenschaft lässt sich immer wieder wecken, also auch nach Jahren, wenn es um ein bestimmtes Thema, um ein bestimmtes Problem und ähnliches geht. Es hat etwas Gieriges, auch etwas Suchtartiges an sich. Und es ist letztlich, macht den Menschen auch ein Stück weit blind, blind vor allem für Empathie und für emotionale Übertragung. Aber wie gesagt, auch das kann ich nicht sicher sagen. Wenn Sie also nun sagen, nein, für mich ist es doch ein Gefühl oder für mich ist es ein Trieb, dann haben Sie wahrscheinlich genauso recht. Der Hass ist eben ein schwer einzuordnendes Phänomen.
Nun, am Anfang des Hasses steht, das ist jetzt die These, die ich vielleicht aufstellen möchte, steht immer der Liebesentzug oder die Angst davor. Ich habe eine ganz einfache Erklärung, halt, oder ich möchte sie zumindest einfach rüberbringen. Also ich glaube, der Mensch braucht Muttermilch, da werden Sie mir ja wahrscheinlich alle recht geben. Er braucht aber nicht nur die körperliche Muttermilch, er braucht genauso die emotionale. Und wenn er die nicht bekommt, dann fühlt er sich ohnmächtig, wie ich vorher gesagt habe, ohne jede Macht. Und dann wird er mit allen Mitteln danach streben, diese emotionale Muttermilch, die eben in Zuwendung, Zärtlichkeit, Zeit in den berühmten großen Z besteht, um die zu bekommen. Und wenn ihm das nicht gelingt, dann gerät er in Panik. Ich bin ja auch in meinem, manche sagen im Hauptberuf oder im Nebenberuf, aber auch Gerichtspsychiater und habe 38 Frauentöter untersucht. Ich sage jetzt dieses undeutsche Wort, also nicht Frauentäter, sondern Frauentöter, weil wenn wir sagen Frauenmord, dann ist das nicht ganz richtig, weil Mord ist ein strafrechtlicher Begriff und diese Tötungen sind oft ja auch absichtliche Körperverletzungen mit tödlichem Ausgang oder es sind Totschläge, auch das ist schwierig zum Übersetzen, Totschläger ist wieder was ganz anderes. Also kurzum, 38 Menschen, die eine Frau zu Tode gebracht haben. Und ich muss Ihnen sagen, das Bild, das sich psychologisch ergibt, ist ein ganz anderes als das, das in den Medien gezeichnet wird. Das müssen Sie mir glauben. Und ich will jetzt überhaupt also nicht meine Geschlechtsgenossen sozusagen im Geringsten verteidigen und Täter-Opfer-Umkehr betreiben. Ich will es nur erklären, wie es in Wirklichkeit ist. Also in Wirklichkeit hat man bei etwa 10 bis 15% tatsächlich diese frauenhassenden Machomänner. Also auch das gibt es. Aber das ist nicht die Regel. Die Regel schaut anders aus. Und zwar, wenn ich mit diesen Menschen spreche, über viele Stunden natürlich, und ich komme dann raus aus dem Gefängnis, dann muss ich mich schütteln und mir an den Kopf greifen. Und mich fragen, habe ich jetzt eigentlich einen Täter untersucht oder das Opfer? Weil das, was mir im Ohr liegt, das ist eigentlich, als ob ich mit dem Opfer gesprochen hätte. Also die sagen, was man mir angetan hat, was man mir alles genommen hat, was mir geschehen ist. Ich bin bei der durch die Hölle gegangen. Und dann, ich weiß nicht, ob Ihnen das vielleicht schon aufgefallen ist, bringen sich diese Täter häufig nicht um, das sage ich jetzt nicht zynisch, ich will es nur kriminologisch beschreiben. Früher bei Frauentötungen haben sich die Täter in 2/3 selbst das Leben nachher genommen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Warum? Weil sie fast so ein Gefühl des Rächers haben. Ich bin im Prinzip Conan der Barbar und dem hat man was Furchtbares angetan und der ist gerade recht geschehen, hat mir kürzlich einmal einer gesagt. Und wenn ich dann frage, ja und wie ist das in der Hölle? Dann kommt nicht daher, dass man sagt, die ist mir fremdgegangen, auch manchmal, aber in der Regel, oder sie hat Geld verschwendet oder weiß ich was alles, sondern es geht immer um diese Frage des Liebesmangels, des Liebesentzugs. Und darauf reagieren die Männer mit dem Gefühl der Ohnmacht. Das können sie nicht zugeben, weil ein gehöriger Mann, wie man in Vorarlberg sagt, der kann doch nicht sagen, dass er ein Weicher ist und auf solche Dinge sozusagen abfährt. Aber innerlich verkraftet er das nicht. Das ist auch mit ein Grund, warum Männer unter vielen anderen viel häufiger zum Täter werden. Sie bekennen sich nicht dazu, sie sprechen nicht darüber, sie gehen nicht zum Psychotherapeuten. Frauen sind da viel mitteilsamer. Selbst in den besten Männerfreundschaften werden diese emotionalen Ängste nicht besprochen. Das passt nicht zum Männerbild in unserer Gesellschaft. Und kurzum, aus diesem Gefühl heraus der Ohnmacht, ich werde nicht mehr geliebt, ich werde nicht mehr anerkannt, die Macht geht mir verloren, das spielt natürlich auch eine große Rolle, entsteht dann der primitive Reflex, wie ich das vorher geschildert habe, des Hasses. Ich muss es noch einmal betonen. Also da will ich jetzt überhaupt niemanden entschuldigen. Und ich weiß schon, dass das etwas ganz Schreckliches ist. Diese Frauentötungen sind ja viel schrecklicher noch, als das in Medien dargestellt wird. Wer schreibt zum Beispiel einmal über die Kinder, die die Mutter verloren haben und den Vater jetzt auch vor 20 Jahren?
und stigmatisiert sind und so weiter. Also das sind ganz grauenhafte Verbrechen, die es durch nichts zu rechtfertigen gibt. Aber wir werden sie nur einigermaßen in den Griff bekommen, wenn wir von einem anderen Männerbild ausgehen können. Wenn neben in unserer Gesellschaft der Mann nicht mehr der Starke ist, der keine Schwäche haben darf und der also letztlich auf solche Dinge wie emotionale Zuwendung überhaupt nicht anspricht, sondern das Gegenteil ist der Fall. Aber wie gesagt, das geht ganz sicher nicht innerhalb kurzer Zeit. Ich bin überhaupt der Meinung, aber dann höre ich auf, über Kriminalitätsgeschichte und Femizid zu sprechen. Ich bin überhaupt der Meinung, bei diesen ganzen Maßnahmen, die man trifft, müsste es selbstverständlich sein, dass die Opferschutzeinrichtungen entsprechend gefördert werden und dass es genügend geschützte Plätze gibt und Frauennotwohnungen und alle diese Dinge. Aber man müsste auch auf der Täterseite, auf der Seite der potenziellen Täter ansetzen. Nicht nur auf Seiten der Opfer, sondern auch bei denen, die eben diese grauenhaften Verbrechen begehen. Aber wie gesagt, das ist so meine Beobachtung, meine Interpretation. Und Sie haben da vielleicht andere und differenziertere Meinungen dazu. Aber was ich sagen wollte, der Hass auf Frauen resultiert tiefenpsychologisch gesprochen immer aus diesem Gefühl der Ohnmacht, ohnmächtig, dass man kann mit dem Kopf gegen die Wand rennen, man kann betteln, man kann bitten, man kann an die Vernunft appellieren, man kann drohen. Letztlich, dass man eben wieder diese Zuwendung bekommt, diese Anerkennung und ähnliches. Und die Männer können damit nicht umgehen. Das ist eine Tatsache. Frauen können das deutlich besser. Männer hingegen streben dann in ihrer Panik im schlimmsten Sinn des Wortes nach einer todsicheren Lösung. In manchen Fällen bringen sie sich dann ja selbst noch um, weil sie das eben nicht verkraften können. Nun, das Wesen des Hasses ist, dass es eben eine destruktive Aggression ist und nicht eine vitale Energie. Sie wissen, Sigmund Freud und seine Schüler haben gesagt, die Aggression ist eine Urkraft des Menschen. Wir könnten es vielleicht etwas besser übersetzen oder etwas verständlicher übersetzen. Die Aggression ist letztlich die Vitalenergie, die wir haben. Die kann man nicht in primitiver Form ausleben, wie es eben beim Hass der Fall ist, sondern sie muss sublimiert werden, sie muss kultiviert werden, indem man sie, weiß ich was, umwandelt in wirtschaftlichen Wettbewerb, in sportlichen Wettkampf, in kulturelle Leistungen, in verschiedene andere Dinge und sie nicht in dieser primitiven Form zulässt. Beim Hass ist das eben der Fall. Es ist nicht umgewandelte primitive Aggressivität. Ich muss es leider so sagen. Zum Wesen des Hasses gehört dann des Weiteren dazu, dass ein hassender Mensch es versteht, oder vielleicht ist es manchmal auch früh anerzogen oder angeboren, dass er die Empathie ausschaltet. Also das Einfühlungsvermögen in seine Opfer, beziehungsweise wahrscheinlich halt in viele Mitmenschen. Und da muss man vielleicht dazu sagen, ich spreche jetzt von der positiven Empathie, also von diesem Gefühl, dass ich fühlen kann, wie du fühlst. Das hat natürlich ein Sexualmörder, ein Serienkiller auch, der weiß ganz genau, was seinen Opfern besonders wehtut und was sie besonders quält. Ich meine jetzt schon die positive Empathie, also die Sympathie und das Mitleid und diese Eigenschaften, die wir in der Regel unter Empathie verstehen. Ein hassender Mensch versteht es irgendwie, dieses Gefühl der Empathie auszuschalten. Das muss man sich schon fragen, wie kann es ein narzisstisch gewordener Diktator überhaupt verkraften, seelisch, wenn er diese Bilder vor sich sieht von Menschen auf der Flucht, von zerstörten Häusern, von tausenden toten Soldaten, von zerrissenen Babykörpern, von weinenden und hilflosen Müttern. Wie kann er das ertragen? Das ist doch nur möglich, wenn er die Empathie ausschaltet, aus welchen Gründen auch immer, entweder angeboren oder dazu geworden, dazu erzogen. Und da möchte ich vielleicht auch Folgendes sagen. Es hat Stephen Hawking, das ist der Mann im Rollstuhl, wahrscheinlich der intelligenteste Mensch unserer Zeit, mit Ausnahme der Anwesenden selbstverständlich, vor ein paar Jahren verstorben. Und das war ja man möchte sagen, ein nüchterner Physiker.
ein Astrophysiker, ein Kosmopolit, leider auch Atheist. Und der hat ja sein Leben lang diese Meinung vertreten, diese wissenschaftliche Meinung, das Überleben der Menschheit hängt davon ab, ob sie den Weltraum besiedeln können. Und am Schluss seines Lebens, das können Sie im Internet nachhorchen, hat er bilanzierend gesagt, das Überleben der Menschheit hängt davon ab, ob sie die Empathie retten kann. Ob sie die Empathie retten kann. Denn alles andere können humanoide Roboter, können Maschinen, können Computer viel besser als wir. Die arbeiten viel weniger launisch, die haben viel das größere Wissen, die übernehmen jetzt ja auch schon unsere Intelligenz. Aber sie werden niemals empathisch sein können. Sie werden niemals, da können wir 100.000 Smiley-Variationen entwerfen und hinzufügen. Sie werden niemals, weiß ich was, die trauernden Augen eines hinterbliebenen Menschen, die Freude im Gesicht einer Mutter mit ihrem Kind, die Verzweiflung von Menschen auf der Flucht, das werden wir niemals an die Maschine delegieren können. Das wird immer das Menschliche bleiben. Und der Physiker sagt, davon wird das Überleben der menschlichen Rasse abhängen. Und vielleicht hat er dabei auch ein bisschen dran gedacht, dass Empathielosigkeit, Empathiemangel, Empathieausschaltung eine Grundvoraussetzung ist, dass der Mensch überhaupt hassen kann. Hass, ich schimpfe jetzt natürlich dauernd über ihn, aber es gibt, glaube ich, wirklich, es ist nicht viel Positives zu sagen, hat einen großen Schuss an Grausamkeit an sich. Wenn Sie daran denken, wie man weil wir ja hier in einem christlich-katholischen Haus sind, aber an das Schicksal der Märtyrer, die man den Löwen vorgeworfen hat, dass der nordkoreanische Diktator noch im Jahr 2013 seinen Onkel durch Guan Yu zu Tode bringen hat lassen, um's milde auszudrücken. Das heißt also nichts anderes, als dass vor 200 geladenen Gästen dieser Onkel vor Bluthunden getötet und aufgefressen worden ist. Im Übrigen habe ich gelesen vor ein paar Tagen in den Medien, dass er Ähnliches mit einem anderen Feind und Gegner durch Piranhas gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber bei diesen Dingen muss auf jeden Fall unglaubliche Grausamkeit, also nicht nur Empathiemangel, sondern ein unglaubliches Maß an Sadismus dabei sein. Wenn der Graf Dracula, den wir heute hier sozusagen mit einer gewissen Lustigkeit sozusagen zitieren, aber der dahinterstehende Mensch, das war eben der Fürst Vlad der Siebte, der alle seine Gegner pfählen hat lassen. Eine der grausamsten Todesformen, die es gibt, es wäre überhaupt nicht sozusagen notwendig gewesen, dass er sie nicht nur einmal zu Tode bringt, sondern dann auch auf dem Pfahl, wo man über Tage und Wochen hinweg letztlich also ganz grauenhaft stirbt. Wenn wir überlegen, dass Calvin einen seiner religiösen Gegner, der zur Dreifaltigkeitslehre eine andere Meinung vertreten hat, durch langsames Feuer hinrichten hat lassen. Also nicht den gewöhnlichen Feuertod, der ohnehin schon einer der grausamsten überhaupt ist, sondern durch grünes Holz, damit das Feuer eben über 6 Stunden dauert und er dadurch noch unglaubliche Qualen erleidet. Oder wenn wir überlegen, dass wir nicht immer auf uns Deutsche und Österreicher losgehen, aber dass zum Beispiel ein kultiviertes Volk wie die Belgier, dass die im Kongo Gräuel angerichtet haben mit wahrscheinlich über 10 Millionen Todesopfern, mit abgehackten Händen und so weiter, wenn sie die Arbeitsleistung nicht erbracht haben. Oder wenn wir ein relativ aktueller Fall in Italien, als die Einheimischen Angst hatten, dass ihnen ein Ausländer den Arbeitsplatz wegnimmt und dem einen Presslufthammer in den Anus gesteckt und sozusagen so zur Explosion gebracht haben. Das sind alles, ich will jetzt also nicht weitergehen, ich will nur einige Beispiele aufzählen, dass zum Hass, zu dieser kalten Emotion, zu diesem primitiven Reflex auch dazu gehört, dass hier Sadismus, also Freude am Leid anderer, in einem ganz hohen Maße mit im Spiel ist. Heute glaube ich, dass der Hass ausgelöst wird, nicht durch so spektakuläre Dinge in der Regel, schon auch,
sondern der alltägliche Hass durch die vielen Kleinigkeiten des täglichen Lebens. Je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich mich eigentlich interessiert für die kleinen Dinge, die großes Leid verursachen können, Kränkung zum Beispiel, und auch für die kleinen und in Anführungszeichen Therapiemaßnahmen wie Wertschätzung, die oft, ist meine Meinung, eine viel größere Wirkung erzeugen als unsere Psychotherapieschulen und unsere psychotherapeutischen Methoden. Warum? Weil die einen im Positiven, die einen im Negativen, die anderen im Positiven viel häufiger vorkommen. Schizophrenie, natürlich gibt es Schizophrenie, natürlich gibt es diese schicksalshaften Erkrankungen, die schlimm genug sind, aber Kränkungen kommen millionenfach vor, milliardenfach. Ich würde jetzt gerne fragen, sind Sie heute schon gekränkt worden? Und da müssen Sie wahrscheinlich gar nicht so lange nachdenken oder diese Woche. Oder was ist die größte Kränkung Ihres Lebens? Und weil diese Dinge eben durch ihre Zahl her eine enorme Leidenslast ergeben, denke ich mir, muss man sie genauso ernst nehmen wie eben die vorgenannten katastrophalen Erkrankungen. Und solche kleinen Hassauslöser, die also wie gesagt über eine längere Zeit wirken, aber vielfach angestachelt werden, sind für mich das Beschuldigen, das Beschämen und das toxische Schweigen. Beschuldigen, was heißt das? Also man lädt einem Menschen Schuld auf. Und ein psychologisches Grundgesetz lautet, kein Mensch erträgt Schuld. Das versetzt ihn nämlich in einen Zustand der Depressivität, auch des Nihilismus, natürlich der Selbstentwertung und dergleichen, der Hilflosigkeit. Also haben wir wieder die Ohnmacht, auf die man dann reagiert mit Hass. Dass wir in einer Unkultur der Beschämung leben, das glaube ich, werde ich dann im zweiten Teil vielleicht auch ein bisschen betonen. Aber für diejenigen, die dann nicht mehr dabei sind, vielleicht doch so viel. Wenn man die politische Diskussion betrachtet, ich will nicht immer auf die Politiker losgehen, die haben es schwer genug, aber auch dort kann man das Phänomen des Beschämens, glaube ich, leider sehr häufig sehen, in der medialen Diskussion sowieso und im Internet ist es allgegenwärtig. Da geht es ja bitte nicht mehr darum, dass man irgendein Problem sachlich löst. Es geht darum, dass man den Menschen an den Pranger stellt. Und zwar nicht in einem Stadtviertel, in einem Stadtteil für Wien, für 3 Tage, wie die mittelalterliche Strafe war, sondern vor der ganzen Welt, lebenslang, viel länger als lebenslang, wahrscheinlich unendlich, das wissen wir noch nicht so genau. Aber das ist eben so dieser Trend, dass man Menschen beschämt, ihnen dadurch den wichtigsten Schutzfaktor für ihre Intimität nimmt, das ist die Scham. Und dann wundern wir uns, wenn wir in einer schamlosen Gesellschaft erwachen. Der berühmte Schweizer Psychiater Daniel Helder hat einen Bestseller geschrieben, dessen Titel lautet Ein Lob der Scham. Also nicht Schande Scham, sondern ein Lob der Scham, weil er eben meint, sie ist so unendlich wichtig. Und wenn es eben in unserer Zeit dauernd niedergerissen, strapaziert wird, dann gibt es diese Tragödien, die zu Hassverbrechen im wahrsten Sinn des Wortes führen. Nun, bevor ich dann zu schweigen beginne, Sie werden jetzt wahrscheinlich sagen, jetzt redet er noch über Schweigen und wir warten alle schon drauf, dass er endlich damit anfängt. Aber ich mag diesen Ausdruck toxisch nicht sonderlich gern, das haben Sie wahrscheinlich gemerkt, mit toxischer Männlichkeit und mit toxischen Beziehungen und so weiter kann ich nicht so viel anfangen, weil es phänomenologisch auch nicht richtig ist. Die männliche Gewalt und der männliche Hass ist alles andere als toxisch. Toxisch ist eher leise, ist eher heimlich, ist hinterhältig und die männliche Aggressivität und Gewalttätigkeit ist das genaue Gegenteil. Primitiv, laut, schreiend, brutal, nicht so wie ein Gift, also wirkt und ähnliches. Aber wo eben dieses Wort toxisch zutrifft, das ist beim Schweigen. Beim Schweigen, denke ich mir, gibt es natürlich viele Formen, das andächtige Schweigen, das taktvolle Schweigen, das kreative Schweigen, das ehrfürchtige Schweigen und vieles andere mehr. Und Schweigen ist, Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber das Schweigen kann auch toxisch und hochgradig aggressiv sein.
Wenn ich nämlich schweige, dann benütze ich ein doppeltes Schwert, das Hass erzeugt. Nämlich auf der einen Seite heißt es, bringe ich durch Schweigen zum Ausdruck, wenn ich kein Wort mehr rede, du hast mich so beleidigt, du hast mich so niedergemacht, es hat mir die Sprache verschlagen, ich bringe kein Wort mehr heraus. Man demonstriert dadurch also sozusagen seine Gekränktheit und erzeugt im anderen Schuldgefühle. Und auf die zweite Schneide dieses Schwertes ist eben, mit dir will ich nicht mehr kommunizieren, mit dir will ich nicht reden, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, du bist für mich nicht mehr existent. Was ergibt das? Das erzeugt ein Gefühl des Nihilismus, der Depressivität, der Ohnmächtigkeit. Und hier haben wir also wiederum diese Brücke hin zur Ohnmacht als Wurzel des Hasses. Nun, letztlich glaube ich, muss man immer auch, wenn man heute über irgendein Psychothema spricht, muss man immer auch sich fragen, was sagt denn eigentlich die Hirnforschung dazu? Und da lautet dann die Antwort immer, die Hirnforschung hat unglaubliche Fortschritte gemacht und was die alles erforscht haben, das ist grandios, das stimmt alles. Aber wir müssen trotzdem sagen, sie steht noch ganz am Anfang. Nämlich was sie wirklich kann, das ist noch in hohem Maße bescheiden, ohne diese wissenschaftlichen Leistungen diskreditieren zu wollen. Sie kann halt sehr vieles noch nicht und es ist überhaupt die Frage, ob das menschliche Gehirn jemals in der Lage sein wird, sich selbst zu begreifen. Das wird theoretisch von manchen Philosophen verneint. Aber immerhin in der Hassforschung hat sie doch etwas hervorgebracht. Das ist also letztlich der Hasszyklus im zentralen Nervensystem. Und bei dem gibt es tatsächlich etwas höchst Bemerkenswertes, nämlich dass er lokalisiert ist, nicht neben Neid und nicht neben Zorn und nicht neben Narzissmus, sondern neben Liebe. Also auch die Hirnforschung hat immerhin nachgewiesen, dass Hass, Liebe auch lokalisatorisch ganz nahe beieinander liegt. Ich gehe dann nachher noch ein bisschen darauf ein. Psychologisch gesprochen ist ein wichtiges Kennzeichen des Hasses, und das ist, denke ich mir, auch eine ganz gute Definition. Es ist die Leitung einer bösen Idee durch einen destruktiven Affekt. Also die Idee und die Emotion spielen zusammen, ungefähr in einem Verhältnis von 1 zu 1. Die Idee ist böse, nämlich auf Vernichtung ausgerichtet und die Emotion, die dahinter steht, ist keinesfalls konstruktiv, sondern sie ist im Prinzip ein Trieb zum Tod hin. Also es geht auch hier wiederum um die Vernichtung, dieses enge Zusammenwirken der Leitung einer bösen Idee durch einen destruktiven Effekt. Schließlich glaube ich in diesem Zusammenhang, dass eine ganz gute Definition des Hasses auch jene einer primitiven emotionalen Botschaft ist. Sie wissen, wenn man uns Psychiater nach den Verbrechern fragt, nach deren Motiven, das wissen wir natürlich alles auch nicht, aber man verlangt halt oft Antworten von uns, aber dann ist die häufigste immer, ja, es geht hier um die primitiven Botschaften. Also was treibt Terroristen? Dann sagen die Psychiater primitive Botschaften. Meistens sagen sie dann auch nur dazu, das sind wahnsinnige Narzissten. Die Reporter fallen vor Staunen fast in Ohnmacht. Aber diese Allerweltsantwort trifft immer zu und darum ist sie immer richtig. Natürlich sind Straftäter oft etwas narzisstisch. Und natürlich verbreiten Terroristen oft einfache Botschaften. Aber beim Hass stimmt es wirklich. Und zwar ist es nicht eine primitive kognitive Botschaft, sondern eine primitive emotionale Nachricht. Das heißt, er übertönt alle anderen Gefühle. Er übertönt jenes des differenzierten Fühlens, jenes der Nuancen. Er übertönt jene des Mitleides, der Empathie und ist diesbezüglich tatsächlich eine ganz einfache, in Klammer eine sehr primitive, emotionale Kraft, die eben über alles andere drüber hobelt, die sich durchsetzt mit dem absoluten Ziel, den Menschen zu vernichten. Nun, die Hauptursachen des Hasses, ich habe ja viele schon gesagt,
Glaube ich, kann man neben einigen Erkenntnissen, die es auch aus der Evolutionsbiologie gibt, nämlich dass sich Schimpansen, bei denen man annimmt, dass sie das Gefühl des Hasses auch kennen, das ist allerdings nicht ganz sicher, ob Tiere auch hassen können, aber dass sich die viel besser durchsetzen können, evolutionär, als ihre friedlichen, nicht hassenden Artgenossen und ähnliches. Aber psychologisch gesprochen ist die Hauptursache die fehlende Positivresonanz. Die fehlende emotionale Positivresonanz. Mit Positivresonanz fasse ich alles zusammen, was ich letztlich als Liebe oder zumindest als verdünnte Liebe bezeichnen würde, als emotionale Muttermilch. Wenn der Mensch die nicht bekommt, dann gerät er in Panik, dann hat er das Gefühl der Ohnmacht. Und dann resultiert daraus dieser primitive Reflex des Hasses. Im täglichen Leben sind es oft Kränkungen, sind es Enttäuschungen, sind es Entwertungen, sind es Beschämungen und Beschuldigungen, wie ich gesagt habe. Und natürlich gibt es auch die großen Wurzeln des Hasses, die da sind: Gier, Rache, Eifersucht. Neid gibt dem Hass Flügel, hat jemand einmal gesagt. Und zur Eifersucht gibt es ein wunderbares Sprichwort aus dem arabischen Raum, das da lautet: Liebe sieht scharf, Hass sieht schärfer, Eifersucht sieht am allerschärfsten, denn sie ist Liebe plus Hass. Womit ich eben ein bisschen bei diesem Problem der Hassliebe bin. Sie wissen, das ist auch ein Ausdruck, den wir relativ häufig verwenden, vielleicht auch selbst das Gefühl schon ein Stück weit erlebt haben, dass man nämlich einen Menschen lieben und hassen kann. Das ist auch wissenschaftlich eine sehr interessante Frage. Gibt es das zweifelsohne? Und letztlich ist die Meinung, ja, das kommt zweifelsohne vor, aber nicht im Sinne, dass diese Gefühle nebeneinander sind, sondern sie sind hintereinander. Also sie sind zeitlich voneinander abgesetzt. Und da streiten sich eben die Forscher, war die Liebe zuerst oder war der Hass zuerst? Also ist Hass immer enttäuschte Liebe? Oder kann es auch so sein, dass etwas, was mit Hass zu tun hat, letztlich eine verkannte Form der Liebe ist, die man aus irgendwelchen äußeren Gründen beispielsweise nicht zulassen kann. Aber dass es dieses Phänomen gibt, dass eben Liebe, die nicht erwidert wird, die nicht erfüllt wird, dann umschlägt in Hass oder umgekehrt, dass eine Emotion, die sehr heftig ist und auch im zentralen Nervensystem, wie ich vorher gesagt habe, direkt neben der anderen liegt, dann eine verkannte Form der Liebe ist, zu der man sich erst im Laufe der Zeit vielleicht bekennen kann. Das ist, glaube ich, etwas, was durchaus vorkommt, was auch Stoff für vielen Dramen und so weiter ist und was jeder von uns auch ein Stück weit kennt. Ich muss vielleicht hier noch etwas dazu sagen. Ich habe vorher gesagt, der Hass hat keine positiven Eigenschaften, außer dass er manchmal noch der letzte Trost ist, das letzte Mittel, sich zu wehren, das der Mensch hat. Ich habe in der Partnerschaftstherapie doch auch die Erfahrung gemacht, wenn die beiden, die sich getrennt haben oder trennen wollen, zu uns kommen, meistens ist es ohnehin zu spät, muss ich dazu sagen. 90% ist dann der Zug schon abgefahren Richtung Trennung. Aber wenn sie dann kommen, dann sagen sie manchmal, ich empfinde für den nur noch Hass, für meinen ehemals geliebten Partner. Und irgendwie habe ich dann selbst das Gefühl, das ist mir immerhin noch lieber, als wenn er oder sie sagt, ich empfinde für den überhaupt nichts mehr. Weil das heißt, es ist dann doch immerhin noch eine Emotion, wenn auch eine sehr primitive und eine sehr gefährliche. Aber die Emotionalität ist wenigstens noch vorhanden. Wenn jemand sagt, na, das berührt mich überhaupt nicht mehr, ja, was soll man da machen? Dann kann, glaube ich, auch der beste Paartherapeut nichts mehr rausrücken. Nun, meine Damen und Herren, ich fürchte, ich rede jetzt schon wieder zu lang. Herr Lesacher, Sie werden mich stoppen und eingrenzen. Aber ich wollte noch folgende Überlegung mit Ihnen teilen.
Und zwar die Psychoanalytiker, die wie gesagt sich als einzige mit dem Hass beschäftigt haben, die sind der Frage nachgegangen, ist der Hass nur eine reaktive Störung oder gibt es auch die Hasspersönlichkeit? Also kann Hass auch Teil des Charakters sein? Also gibt es Menschen, die hassen durch und durch von der Jugend bis ins Greisenalter? Und Erich Fromm, der berühmte deutsch-amerikanische, schweizerische Psychoanalytiker, der hat gemeint, ja, es ist so, dass es eben Hass als reaktive Entwicklung, als Reaktion auf fehlende Positivresonanz und auf Ohnmachtsgefühl gibt. Aber es gibt auch Menschen, die einfach in ihren Genen oder in ihrer frühen Erziehung angelegt haben, dass sie hassen. Und das wären im Übrigen auch jene 10% der Frauentöter, von denen ich vor einiger Zeit auch schon gesprochen habe. Und zwar finden wir solche hassenden Züge bei Charakteren, die man als Psychopathen bezeichnet, bei querulativen Menschen, bei manchen Dissozialen, vor allem aber in einem Störungsbild, das auch hier in Wien oder von einem hier aus Wien stammenden, Wien ist ja die Welthauptstadt, nicht nur der Musik, auch der Psychoanalyse, entwickelt worden ist von Otto Kernberg, allerdings vertrieben für hier, aber er hat sich inzwischen ja wieder versöhnt mit seiner Heimatstadt. Und Otto Kernberg hat die amerikanischen Serienkiller untersucht, weil man lange Zeit der Meinung war, das ist ein amerikanisches Phänomen, die sexuellen Serienkillers. Zwischenzeitlich weiß man, dass es sie woanders auch gibt. Und er hat aber festgestellt, bei 98% liegt keine psychische Krankheit vor, aber eine besondere Persönlichkeits- bzw. Charakterstruktur, die er bezeichnet hat als bösartigen Narzissmus, als die bösartige Form des Narzissmus. Und eines der Hauptkennzeichen ist eben Sadismus, ist Hass. Und später hat man dann das Ganze auch übertragen, sozusagen auf die Wirtschaftswelt. Das war ein Österreicher, ein Landsmann, ein näherer Landsmann von mir, Ernst Fehr. Der hat die Persönlichkeitsprofile untersucht von Brokern an der Börse und von Gewaltverbrechern. Und sein Erstaunen war sehr groß. Die haben sich nicht unterschieden. Fehr hat allerdings nicht erklären können, warum die einen dissozial werden und die anderen sozusagen ihre Bösartigkeit im sozialen anerkannten Kontext ausleben und erfolgreich sind. Aber man hat dann den Vergleich angestellt mit dem vorher genannten malignen Narzissmus von Kernberg und hat festgestellt, das ist fast ident, nur sie sind nicht dissozial. Und stattdessen hat man eben gesagt, sie sind letztlich schmarotzerisch. Also man hat sozusagen diese Dissozialität, das kriminelle Verhalten ersetzt durch hochgradiges Ausnützen von anderen Menschen, durch hochgradige Gier, durch hochgradiges Schmarotzertum. Und das bezeichnet man, das werden Sie manchmal finden in der Wirtschaftswelt, als die dunkle Tetrade. Die dunkle Tetrade, also eine dunkle Eigenschaft, die auch mit Hass verbunden ist, aber wie gesagt, die Grenze zum Kriminellen nicht unterscheidet. Und eine weitere Form, die letztlich seit den 1990er Jahren einen weltweiten Siegeszug angetreten hat, das sind die sogenannten Incels. Das sind die unfreiwillig zu libertär lebenden Menschen. Und zwar, es war eine kanadische Studentin, die eben im Internet damals, im aufkommenden Internet gepostet hat, ich habe noch nie Sex gehabt, obwohl es mir eigentlich zustehen würde. Und das war so eine Art Hilfsschrei und ähnliches und wollte das Ganze dann aber wieder löschen, weil es eine ungeheure weltweite Reaktion hervorgerufen hat, vor allem von männlichen jungen Individuen, die eben gesagt haben, die anderen haben Sex, ich nicht. Also da war Neid sehr stark im Spiel und das steht mir zu. Aber auch Sex sozusagen als Ausdruck des Geliebtwerdens. Ich verweise wieder auf meine Hauptthese in diesem ganzen Zusammenhang. Und daraus ist eine weltweite Bewegung dieser Incels geworden, die leider dann auch Niederschlag gefunden hat im Verbrechen. Und das möchte ich ohnehin vielleicht sagen.
Ich bringe viele Beispiele immer aus dem Verbrechen, weil ich, nicht weil ich selbst vielleicht auch ein verkappter Verbrecher bin, aber im Verbrechen mich halt relativ gut auskenne und weil für mich Verbrechen Psychologie pur ist. Weil all diese Dinge, die in unserem Leben in verdümmter Form vorkommen, Neid, Gier, Eifersucht und so weiter, dort sehr verdichtet zutage treten. Und dementsprechend ist es auch mit dem Inzel so gewesen. Und das hat dann dazu geführt, dass es eben zu ganz schweren Verbrechen vor dem Hintergrund dieser Inselideologie gekommen ist. Der zweitgrößte Fall war jener des Elliot Rodger vor bald 10 Jahren, der an der Universität von Kalifornien 6 Menschen erschossen und 20 zum Teil schwer verletzt hat. Und dieser Elliot Rodger, der eigentlich aus einem ganz guten Haus auch gekommen ist, der hat dann kurz vorher das Ganze, seine Motivation, auf YouTube gestellt und schreibt darin Folgendes. Das will ich Ihnen jetzt auch noch vorlesen. Morgen ist der Tag der Vergeltung, der Tag, an dem ich mich an der Menschheit rächen werde, an euch allen. In den letzten 8 Jahren meines Lebens, seitdem ich in die Pubertät kam, musste ich eine Existenz der Einsamkeit, der Zurückweisung, der unerfüllten Wünsche ertragen, weil sich Mädchen nie emotional zu mir hingezogen fühlten. Sie gaben ihre Zuneigung, Liebe und Sex anderen Männern, aber nie mir. Ich habe noch nicht einmal ein Mädchen geküsst. Ich habe 2,5 Jahre College hinter mir, mehr als das, und ich bin immer noch Jungfrau. Es ist sehr, sehr qualvoll gewesen. Die College-Zeit, in der jeder diese Dinge wie Sex und Vergnügen erlebt, muss sich in Einsamkeit fristen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich werde euch alle dafür bestrafen. Und das hat er dann gemacht. Aber damit nicht, leider nicht genug. Es ist weitergegangen. Es hat dann 3 Jahre später einen weiteren Amoklauf gegeben, der dann sogar 16 Tote gefordert hat. Und bei dem das Bekennerschreiben ganz ähnlich war wie dieses, wo es aber am Schluss geheißen hat, es lebe hoch der Held Elliot Rodger. Also Sie sehen, diese Form, diese besondere Form der Hassentwicklung, das hat wieder zu tun mit Angst vor Liebesmangel, vor Liebesentzug, jetzt eher vorgebracht in äußerliche Sexualität. Aber wozu das führt, zu welch gewaltigem Hass es kommt, und die Wurzeln des Hasses liegen eben darin. In neuerer Zeit, meine Damen und Herren, sprechen wir ja sehr häufig von Hassnachrichten, von Hassbotschaften und von Hassverbrechen. Das ist das moderne Gesicht des Hasses. Man muss vielleicht hier dazu sagen, Hass spielt natürlich bei jedem Verbrechen eine gewisse Rolle. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Bei Amok, das ist häufig ein Anfall von Hass. Amokläufer sind in vielen Fällen aber psychisch krank. Bei Terroristen ist Hass die treibende Wurzel. Terroristen sind im Übrigen im Gegensatz zu Amokläufern meistens nicht psychisch krank. Sie sind eher Hasspersönlichkeiten. Und natürlich auch beim Massaker, bei dieser Trias des Schreckens, Amok, Terror, Massaker, auch beim Massaker spielt Hass, den man sonst vielleicht gar nicht wahrnimmt oder den man zumindest nicht auslebt, in der Regel eine ganz große Rolle. Dann kommt sozusagen das zum Tragen, was man als die Normalität des Bösen bezeichnet. Heute ist es so, dass eben Hass letztlich Hassverbrechen jene sind, wo man gegen Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, auch ihrer Ideologie als Feinde gelten, wenn man glaubt, gegen die jedes Recht zu besitzen, um sie zu diskriminieren, zu entwerten, letztlich gegen sie gewalttätig zu werden oder gar sie zu töten. Das ist etwas, was zunimmt. Wie kann man das psychologisch erklären? Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, mit dem, was ich vorher schon gesagt habe, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, auch in der medialen Diskussion, mir sind nicht mehr so wichtig, Klammer Liebesentzug und ähnliches. Es hat aber auch viel mit etwas zu tun, nämlich wohin wir in unserer Gesellschaft mit den ganzen Aggressionen sollen. Tatsache ist, dass der Mensch ein aggressives Wesen ist und die Aggressivität als Vitalkraft braucht, wie ich das am Anfang gesagt habe. Eine weitere Tatsache ist, dass das Aggressionspotenzial
letztlich bei jungen Männern besonders hoch ist. Warum? Die haben einen enormen Kräftezuwachs, körperlich, auch vielleicht psychisch. Bei denen spielt das Konzert der aggressiven Hormone auf einem sehr hohen Niveau. Die sind anders sozialisiert und die stellen die Gruppe dar, die ungefähr 70 bis 80% der Verbrechen, der Gewaltverbrechen verüben. Also das sind nicht die Alten und nicht die ganz Jungen und auch nicht die Mittelalterlichen, es sind die circa 20- bis 30-jährigen Männer und Ähnliches. Also früher ist dieses Aggressionspotenzial natürlich abgepuffert worden, wenn ich es rausbringe, durch körperliche Arbeit, durch harte körperliche Arbeit. Wenn man im Bergwerk 12 Stunden im Tag geschuftet und daneben eine Kohlensäcke getragen oder Bäume händisch gefällt hat, da ist natürlich viel an Aggression abgeführt worden. Die Situation haben wir heute nicht mehr. Unsere Berufe sind bewegungsarm, sind sitzen. Das heißt, diese Schiene, um die innere Aggressivität zu sublimieren, die fehlt heute vollkommen, außer vielleicht bei manchen, die sehr viel Sport betreiben. Und wo wird jetzt dieses Aggressionspotenzial hingehen? Eben in vielen Fällen in den Hass im Netz. Und das, glaube ich, muss man wirklich sich überlegen. Wenn die ganze Krisen der Gegenwart vorbei sind, also die Kriege und die Pandemie und die hohen Preise und so weiter, dann bin ich überzeugt, wird es zwei wichtige politische Aufgaben geben. Das eine ist die Bekämpfung der Einsamkeit. Einsamkeit führt auch zu Hassgefühlen. Und das zweite ist diese Frage, wie gehen wir mit der Freiheit im großen Netz um? Ich weiß da auch keine Lösung. Möchte ich gleich schon dazu sagen. Weil es kann auf der einen Seite nicht sein, dass das Verbrechen sich ins Netz verlagert und dort alles ausgelebt wird, der Frauenhass und die Kinderpornografie und der Rechtspopulismus und weiß ich was alles. Also es kann kein rechtsfreier Raum sein. Aber wir müssen uns immer auch bewusst sein, das große Netz ist in der heutigen Zeit der gehemmten und nicht umgesetzten Aggression ein ganz, ganz wirksamer Puffer. Dort wird sehr viel von Aggressivität gebunden, die sonst vielleicht in einer anderen Form eben zum Ausdruck kommen würde. Man wagt gar nicht zu denken, was das alles sein könnte. Und insofern glaube ich, ist das auf jeden Fall eine relativ wichtige Aufgabe. Nun, jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Das ist also jetzt keine gefährliche Drohung, wie sonst häufig bei meinen Reden. Aber ich möchte vielleicht Folgendes sagen. Ich weiß auch nicht, was man gegen den Hass wirklich tun kann, außer den Dingen, die ich halt angedeutet habe, aber die auch nur Teilregelungen bringen werden, anderes Männerbild, Verbesserung und Bewahrung der Empathie, überlegen, wo wir mit unseren Aggressionen hingehen oder ähnliches. Und auch die ganzen Lehrbücher sind hier nicht sehr hilfreich. Es gibt nur einen durchgehenden Tenor, vor allem wie gesagt von den Philosophen. Und die sagen, beim Hass hilft nur Transparenz. Man muss ihn erkennen, man muss ihn ansprechen, man muss ihn analysieren. Deswegen sind sie, glaube ich, heute auch gekommen, um so ein bisschen die Hintergründe zu erfahren. Denn dann wird er als das erkannt, was er ist, nämlich nicht etwas besonders Starkes, etwas besonders Männliches, sondern etwas extrem Primitives. Und nur wenn man ihn so entblättert und ihn so in dieser Form darstellt, sagt schon Aristoteles, dann wird man wahrscheinlich die Menschen dazu bringen, dass sie auf Hass vielleicht ein Stück weit verzichten können. Jetzt habe ich Ihnen, meine Damen und Herren, lauter schlimme Geschichten erzählt. Und ich will aber trotzdem auch den Humor nicht verlieren, weil sonst hält man ja alle diese Themen miteinander nicht aus. Und ich habe sogar beim Hass eine lustige Geschichte gefunden, die es auch manchmal gibt. Und die will ich Ihnen jetzt fast zum Schluss letztlich noch kurz vorlesen. Es ist eine wahre Geschichte. Ein 42-jähriger Mann zerstörte eine mobile Radarbox. In blinder Wut schlug er mit einer Axt auf das Gerät ein, war in seiner Raserei selbst vom vorbeikommenden Passanten nicht zu stoppen, fuhr nach getanem Zerstörungswerk in ein Gasthaus,
wo er sich mit 3 doppelten Schnäpsen beruhigte, ehe er verhaftet werden konnte. Schon zweimal habe ihn das Radargerät erwischt, mich übrigens auch schon wiederholt. Einmal habe er 50 und einmal sogar 120 Euro bezahlen müssen. Als nun die Mobilbox zum dritten Mal in der 30-Kilometer-Zone seiner Wohngegend aufgestellt worden sei, sei er zunächst provokativ langsam an dieser vorbeigefahren. Mindestens 6 Mal mit diebischer Freude, wie er sagte. Weil ihn das Gerät immer noch ärgerte, habe er es wiederholt zu Fuß passiert, habe dabei die Zunge herausgestreckt und der Box die lange Nase gezeigt und Grimassen geschnitten. Letztlich sei aber sein Hass so groß geworden, dass er zur Axt gegriffen habe. Der Mann, welcher infolge einer leichten mentalen Behinderung den Führerschein erst nach dreimaliger Repetition der Fahrprüfung erhielt, fühlte sich von den Behörden seit Jahren schikaniert. Diese hätten auf ihn auf dem Kick gehabt, hätten ihm ständig aufgelauert, unzählige Male einen Alkotest durchgeführt, immer negativ, ihm sogar wiederholt grundlosen Führerschein entzogen und jetzt als Gipfel der Bosheit in der Nähe seiner Wohnung die Box aufgestellt, versteckt und hinterhältig. Sein Hass richtete sich wohl eher gegen die Behörden als gegen ein Gerät. Mit der Zerstörung wollte er, wie er selbst sagte, die hinter dem Schirm treffen. Also es war so eine Art stellvertretender Hass. Also auch diese Geschichten, die gibt es manchmal. Und wir finden letztlich auch in der Literatur zum Hass ganz überlegenswerte Dinge, auf die ich jetzt nicht eingehen konnte. Zum Beispiel eine Literaturstelle von Kurt Cobain, um für die Jungen auch etwas zu sagen, dieser Rockkünstler, der sich in jungen Jahren suizidiert hat. Selbsthass, Suizid ist auch Ausdruck des Selbsthasses, der eben in einem seiner Werke schreibt, ich hasse dich, mein Gott, nein, ich liebe dich. Also weil das auch anspricht, wie nahe diese Gefühle beieinander sind. Letztlich will ich aber enden mit dem Wort eines anderen Friedensnobelpreisträgers, der auch Opfer eines Hassverbrechens geworden ist. Das ist Martin Luther King, der Folgendes geschrieben hat. Hass lähmt das Leben, Liebe befreit es. Hass verwirrt das Leben, Liebe bringt es ins Gleichgewicht. Hass verdunkelt das Leben, Liebe erleuchtet es. Das wollte ich Ihnen gesagt haben. Vielen Dank.